Und herzlich willkommen zu Part 3 unserer gestrandet Challenge. Wir stehen jetzt erstmal auf, beziehungsweise wir lassen unsere liebe Sue einmal aufstehen und dann soll sie mal eine Kokosnuss essen und eine Taro. Oh je, sie hat Kopfschmerzen. Und dann soll sie sich mal hier um ihre Pflänzchen kümmern. Ich denke, wir haben momentan genug, dass sie mal alles verkaufen kann, weil wir haben ja gerade genug eigentlich Früchte. Und wenn sie alles verkauft hat, soll sie nochmal eine Kokosnuss essen und nochmal eine Taro essen. Und kann sie schon Unkraut jäten? Ja, dann soll sie hier noch Unkraut jäten. Ja, ihr geht's ja richtig gut, sonst... Sie möchte gerne einen Fisch fangen. Dann darf sie jetzt gleich mal noch einen Fisch fangen oder mehrere. Angeln gehen. Wir angeln mal noch ohne Köder, weil wir brauchen die Köder momentan noch zum Essen. Vielleicht kann sie später mal dann Fische als Köder verwenden. Genau. Was, das war's schon? Wo gehst du denn jetzt hin? Du sollst doch alles verkaufen. Wir haben doch da hinten gar keine Pflanzen. Hä, wieso schmeißt du jetzt die Sachen dahin? Hm, seltsam. Wo, sie hat ja eigentlich keinen Hunger. Groß, lass das mal da liegen. Keine Ahnung, warum du das da jetzt hingelegt hast. Kann mir wahrscheinlich auch kein Mensch der Welt erklären, wieso sie das gemacht hat, aber gut. Und was möchtest du noch machen? In die Wolken schauen mit Makoa Kealoa. So ein Name, der könnte auch von, wie heißt das? Flipper oder so sein. Maua Kawa! Aua! Aloha, aloha! Mal gucken, ob sie ein paar gute Fische fangen kann. Ob wir noch was Neues fangen. So ein Nemo oder so. Nemo 2.0. Oder Dori. Dori könnten wir mal noch fangen. Das gibt's bestimmt auch. Oder? Machen wir mal ein bisschen schnell, weil sonst stehen wir hier noch 10 Jahre, bis sie einen Fisch fängt. Genau. Wir können mal gucken. Können sie dann nachher hier in der Umgebung noch Müll sammeln? Ah! Als hätte ich es gesagt, habe ich nicht gerade davon geredet, ob sie nicht einen Clownfisch fangen kann? Und prompt fängt sie einen. Bringt auch nicht viel Geld. Ah, da ist der Noah, da ist der Kaua, Maua, irgendwas. Hier kannst du noch aufräumen. Einen küssenden Gurami gefangen. Ich kann die schon an ihren Bildern erkennen, inzwischen. Den hab ich schon öfters gefangen. Was ist das? Oh, guck mal, Quallen! Ja, cool! Ist ja süß! Da schwimmen einfach mal Quallen im Wasser. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Was hast du? Teile für Sanitäranlagen. Wir haben noch keine Sanitäranlagen. Ah doch, wir haben ein Klo. Ich gehe mal kurz schauen, ob ich für dich irgendwo... Ich glaube, die Frau von ihm. Nalia, oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es gerade nicht sicher. Frischen hier doch mal das Klo. Oder hier, geh mal bitte jetzt versuchen, eine Ananas zu ernten. Ich hätte jetzt gerne noch eine Ananas zu Hause. Irgendwie weigert sie sich, hier Ananas zu pflücken. Ich weiß auch nicht, warum. Kaufen wir den Gurami mal. Der bringt auch nicht viel Geld. Jetzt ist sie wieder richtig schlecht drauf. Und weil sie jetzt wieder schlecht drauf ist, wird sie wieder den Gurami nicht fangen. Obwohl, jetzt ist sie selbstsicher. Oh, da schwimmt ein Baumfisch, oder wie die heißen. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Makoa Kaoloaha angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Das ist er wohl, ja. Na, schimpfst, du sollst einfach nur die Ananas pflücken gehen. Gibt gar keinen Grund zu schimpfen.
Ah, jetzt rennst du aber schnell. Komm, ist aus dem Wasser draußen, rennst du wie ein geölter Blitz. Sie hat Ananas gepflückt. Ja, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, sie mag vielleicht gar keine Ananas. Dann tust du hier noch aufräumen. Und hier noch den Müll aufräumen. Und dann gehst du nach Hause aufs Klo. Bestäuben. Und dann kannst du hier mal deine Taubeere essen und deine Kokosnuss essen. Huch. Denn jetzt die Kamera so komisch. Hä? Wo ist sie denn? Hallo, wo bist du? Kein Funzweck, die will nicht, dass wir sie sehen. Sie hat jetzt alles abgebrochen, was ich ihr gesagt habe. Aber jetzt sind wir ja hier, jetzt kann sie auch theoretisch hier aufs Klo gehen und nochmal Kokosnüsse ernten. War hier nicht auch eine Ananas? Oder hatte ich das falsch in Erinnerung? Ah ja, doch, da. Oh, was ist das für eine? Guck mal, bei der ist irgendein Fragezeichen oben. Eine Umweltverschmutzerin! Mit Missetat konfrontieren. Geh sie mal mit ihrer Missetat konfrontieren. Komm, hopp, 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 hopp! Schnell! Ah ja, die geht hier. Und macht die erst noch ihre Missetat? Die ist bestimmt böse. Die ist ja so schon böse. Tu dann mal eine Kokosnuss, ups. Und die Taro-Beere essen. Hör auf, unsere Umwelt zu verschmutzen. Irgendwann haben wir nur Dreck und Schmutz und keine tollen Pflanzen mehr. Hast du verstanden? Was du tust, ist schlecht für unsere Umwelt. Verpiss dich. Ich mach, was ich will. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich kann dich eh nicht leiden. Schau dich doch mal an. Die armen Korallen gehen wegen dir und der Umwelt kaputt. Ach, die scheiß Insel. Ich mag eh keine Inseln. Dieser Müll ist nicht gut. Für diese Welt, für alle Welten. Also hör auf damit und vergehe. Ich denk gar nicht dran. Oh, jetzt ist sie wütend. Nicht zugehört. Wissen die denn nicht, dass es absolut falsch ist, was die sie da tut? Das ist ungeheuerlich. Ja, das ist wirklich ungeheuerlich, das kannst du laut sagen. Warst du jetzt eigentlich auf dem Klo? Ja, aber du könntest jetzt mal kurz nach Hause gehen, eine Taro-Beere essen und eine Kokosnuss essen. Dann kannst du hier nämlich die Ananas pflanzen. Eins, zwei, drei, hoch. Und die eine behält schon mal, die darfst du vielleicht nachher essen. Pflanzen. Die haben massiven Ausbruch. Dann gehst du noch mal ein wenig angeln. Ist das schon wieder hier? Na, du bist noch am Schwimmen. Schwimmt hier? Irgendein Typi. Oh, ihr schwimmt gleich zusammen. Passt auf! Na, gut, doch nicht. Ah, oh, das ist die Frau. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr ja gut gehen. Sie liebt ja die wilde, weite Welt. Hier haben unser kleines Heim, unser kleines selbstgebautes Haus. Irgendwann können wir das Haus auch erweitern, aber mit 408 kriegen wir nicht viel zusammen. Jetzt müsste dein Hunger auch wieder gestillt sein. Sehr gut. Ich gehe mir nachher noch duschen. Bevor wir schlafen gehen. Wenn unsere Dusche noch nicht so weit weg wäre. Obwohl, so weit ist sie eigentlich gar nicht. Sie ist ja hier. Gleich gegenüber. Ich finde sie nur nie. Hier.
Wasserfall, ist unsere Dusche. Ja, was machst du denn jetzt? Aber wenn du jetzt abgebrochen hast, kannst du auch duschen gehen kurz. Gehst duschen, gehst Frösche anlocken. Und dann gehst du angeln. Ich glaube, sie wird mal so eine richtige Sportlerin von dem ganzen Zeit hin und her schwimmen. Oh, es ist ja düster. Von dem ganzen Zeit durchs Wasser schwimmen und vom, wie sagt man, vom, hin und her rennen, die wird mal die Mordsportlerin. Und vom Angeln voll die Anglerin. Und Gärtnerin, weil sie ja ihren Garten da so aufpusht. Das sind, glaube ich, so mal später so ihre Top-Merkmale. Ah, hier kann sie Taro-Bären noch unterwegs pflücken. Und sie hat ja die Pflanzen, die sie hier anbaut, die soll sie ja irgendwann überwiegend dafür verwenden, dass sie dafür Geld kriegt und das, was sie unterwegs erntet, kann sie ja dann zum Essen verwenden. So, mal schön duschen, damit wir wieder schön sauber sind. Da da du di da dam. Mal gucken, ob wir die Insel gerettet kriegen und ob sie irgendwann so viel Geld hat, dass sie sich ein richtiges Haus leisten kann. Was ist das hier? Ein Bonsai möchtest du dir kaufen? Eine Waschwanne? Nee, also Waschtag hatte ich eigentlich nicht vor, mit dir zu spielen. Das stresst mich immer, wenn man nur noch am Wäsche waschen ist. Und den Bonsai finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ist okay, aber ist jetzt nicht das Hübscheste überhaupt. Bin ich mal gespannt, wie sie Frösche anlocken will. Das Nakadakadiko. Will der auch duschen? Oh ne, der scheint auch Frösche anzulocken. Komm, red mal mit ihm. Vorteile des Vegetarierismus. Über die Existenz von Vampiren diskutieren. Deinem besten Freund. Da ist ein Frosch. Frösche fangen. Wir reden gleich weiter. Ich werde erst die Frösche fangen. Eins, zwei. Drei. Kannst du ihn meinetwegen kennenlernen? Über Akne beschweren. Kann man jetzt nochmal Frösche fangen? Nein. Fragen, ob Wassermann ist. Ich glaube, seine Frau ist ein Wassermann. Also, eine Wasserfrau. Oh, das fand er jetzt so witzig. Fesselnde Geschichte erzählen. Über sonniges Wetter sprechen. Herzlichen Kompliment machen. Makaoa und Su sind soeben gute Freunde geworden. Schenk verhautes Geheimnis. Sie will Techte Mächte im Busch machen. Aber sie hat ja gar keinen Liebhaber. Tu mal noch Bewunderung ausdrucken. Und dann müssen noch die mechanolischen Gedanken teilen. Und dann gehen wir nach Hause. Und angeln noch ein bisschen. Angeln gehen. Kann sich zwar noch 10 Jahre dauern, bis du dann da bist. Was ist das hier? Jemanden umarmen. Aha. Braun werden möchtest du. Können wir ja mal machen. Eine Kawa-Party können wir auch mal veranstalten. Muss man die denn erfolgreich veranstalten? Oh je, Gold verdienen. Oh je. Brauchen wir erstmal noch ein bisschen
Geld, glaube ich. Ich glaube, die kostet auch was, dass man da eine halbwegs gute Coverparty veranstalten kann. Welches Level hast denn du eigentlich im Schwimmen? Level 3. Ja, Angeln ist immer noch besser. Sehr inspiriert. Pracht des Ozeans. Geil, mein Bärchen. Ich habe mir übrigens auch überlegt, was bestimmt auch cool wäre, wenn sie noch ein bisschen mehr Geld hat und sich so ein bisschen eingelebt hat, dass sie dann eben so vielleicht so einen Welpen adoptiert, dass man so sagt, dass halt auf der Insel so ein einsamer Hund ist. Schwimmen die ganzen Fischis rum. Dass da so ein einsamer Hund ist, den sie entdeckt und dass sie sich dann um den so kümmert und dass das dann ihr so ihr bester Freund wird. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das toll fändet, wenn sie dann noch so einen Hund hat. Nicht jetzt gleich, jetzt erstmal muss sie sich erstmal hier auf dieser Insel, auf das Inselleben so eingewöhnen und sich das so, muss so dort sich zu Hause fühlen und dann irgendwann mal, wenn sie so ein kleines Häuschen sich gebaut hat, so im Leben gut zurechtkommt, dann könnte ich mir das voll vorstellen. So entwickelt die mentale Stärke und Geduld, die man braucht, um ein erfolgreicher Angler zu werden. Sie kann jetzt bei jedem Wetter und auch dann angeln, wenn sie sich ein wenig unwohl fühlt, angespannt oder gestresst ist. So kann jetzt den Falterfisch fangen. Dann fang mal den Falterfisch. Und dann isst du noch mal eine Kokosnuss und eine Ananas. Was hast du jetzt gefangen? Zackenbarsch. Sieht aus wie ein Skelett der Zackenbarsch. Wieso wie so ein Fisch, der war himmlischer Zackenbarsch. Aha. Der bringt aber nicht viel Geld. Der sieht aus wie so, als hätte man dem die Haut abge. Das machen wir nicht, das verkaufen wir, bringt Geld. Sieht aus als, ah, da ist noch was, was wir verkaufen. Oh, 192, sehr gut. Sieht aus wie so ein Fisch, den man, geh ich mal schlafen, den man, oh, ein Guppi. Ja. Sieht aus wie so ein Ding, dem man die ganze Haut abgezogen hat. Der Fisch da, dieser himmlische Zackenbarsch. So, wenn du ausgeschlafen hast, gehst du mal aufs Töpfchen. Und dann gehst du noch was essen. Oh. It's rainy man, it's rainy man, hallelujah, it's rainy man. Oh, du hast die Ananas noch gar nicht eingepflanzt. Wieso hast du nur eine Ananas eingepflanzt? Du bist auch so witzig. Jetzt gehst du aufs Klo. Dann gehst du essen, deine Kokosnuss und dann tust du mal die Ananas noch bitte einpflanzen. Und wenn du die eingepflanzt hast, isst du die nächste Kokosnuss. Oh, und dann tust du hier die Taro-Pflanze gegen Käfer einsprühen. Und musst alles gießen, obwohl es ja eigentlich regnet, also total unlogisch. Und dann tust du einmal bitte alles ernten, damit du wieder ein bisschen noch was hast im Inventar. Weil es ist leichter, wenn man eben nur eine Pflanze hat, also zum Beispiel nur Kokosnüsse zum Essen hat, dann muss man immer jeweils eine Kokosnuss anklicken und wenn sie die gegessen hat, die nächste. Aber wenn sie verschiedene Pflanzen hat, kann man eine Kokosnuss, eine Ananas, eine Taro anklicken und dann isst sie die jeweils nacheinander und dann kriegt sie einfach den Hunger mehr gestillt. Regnet es überhaupt nicht. Sogar richtig stark. Können mal gucken,
Wie ist das Wetter so in den nächsten Tagen? Morgen ist es bewölkt. Am Streichetag scheint die Sonne. Dann regnet es wieder. Sonne, Sonne, Sonne. Liebestag. Und da werden wir schon erwachsen. Mensch, die Zeit verfliegt. Viel Sonne. Wir haben ja auch noch... Warte, ist das nächstes Mal schon Sommer? Ist das schon Sommer? Nee, das ist auch noch Frühling. Okay. Und dann gehst du vielleicht noch ein wenig nochmal eine Kokosnuss essen und dann gehst du bitte angeln. Geht hier einfach mal hier im Regen ihre Pflanzen gießen, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber vielleicht ist das ganz sinnig. Genau, tust mal schön ernten. Oh, die sind sogar kurz davor, sich zu entwickeln. Die hier? Auch. Cool. Das ist schon wieder Dreck. Oh, jetzt haben wir 31 Kokosnüsse. Sind wir mal, haben wir eine Weile mal was zu essen. Ohne Angst haben zu müssen, zu verhungern. Wenn es nur nicht so regnen würde, gell, Schatzi? Gehst dann nachher aufräumen. Ich hab grad da schon jemand mit seinem Boot unterwegs, aber das steht da herrenlos. Aufräumen. Aufräumen. Da sind die Quallen. Was hat sie gefangen? Einen Flussbarsch. Zackenbarsch, Flussbarsch. Da gibt's ganz schön viele Barsche in diesem Spiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die anderen heißen, aber es gibt noch mehr Barsche. Hier kann ich mal aufräumen. Was liegt denn hier? Sieht nur so komisch aus, glaube ich. Geh hier mal nochmal Müll sammeln, komm. Ah, es hat aufgehört zu regnen, das finde ich auf jeden Fall mal echt sozial. Dann tust du mal nochmal eine eine Kokosnuss essen und eine Taro essen. Und dann schauen wir mal, was können wir hier noch so machen. Hier können wir wieder sammeln. Vielleicht kriegen wir nochmal einen wertvollen Stein. Ich habe schon wieder eine Schatzkarte gesammelt. Ach, das ist deine Ding voll. Das ist schon wieder eine Schatzkarte, Tatsache. Die verkaufen wir gleich. Den Müll auch. Wir verkaufen einfach den Müll. So, dann kannst du hier bald die Ananas ernten. Was ist das? Ah, der Kava-Busch. Das ist die letzte Frucht, die uns noch fehlt. Dann haben wir nämlich alle, die es hier gibt. Das Kava hat uns noch gefehlt. Ist hier oben noch. Hier oben kannst du nachher gleich auch noch was ernten. Wir müssen noch kurz warten, bis du soweit bist. Oh, es ist ganz, ganz warm. Es ist heute Frühling warm. So, dann tust du hier noch graben. Den Müll hier noch beseitigen. Wo bist du denn gerade? Ah, da unten. Können wir den da einfach... Nein, können wir nicht. Schade. Einen Rubin hast du gefunden. Ist ja cool. Verkaufen wir gleich mal. 36. Das sind nämlich diese Kava-Wurzeln, die man auch für diesen... wie heißt das? Kava-Ding braucht. Für dieses Kava... Ich habe vergessen, wie es heißt. Für diese Kava-Party, die sie machen soll. Ich würde sagen, danach gehen wir heim. Das ist unser Zuhause. Es fängt schon wieder an zu regnen. Dann kannst du nämlich, wenn du zu Hause bist, nochmal eine Kokosnuss essen, eine Taro, eine Ananas. Dann pflanzen wir von diesem Kava hier ein bisschen was an. Dieser komischen Kava-Wurzel.
Drei, denke ich, reichen erstmal. Pflanzen. Das ist ja, wenn, so viel ich weiß, ja auch so wie so eine Droge. Ach, duschen willst du auch mal wieder. Es regnet doch. Bist du da nicht sauber? Ist doch auch Wasser. Sorry. Der muss jetzt sein. Frösche fangen. Frösche anlocken. Und duschen. Sie freut sich sogar über den Regen. Tolle Zeit im Regen. Oh, da ist noch Müll. Aufräumen. Einen geschreiften Plattfrosch hat sie gesammelt. Danach gehst du bitte wieder nach Hause. Und gehst aufs Klo. Auge fragt sich, überkommen und abhängen möchtest. Familienhafen. Nee, heute mal ausnahmsweise nicht. Vielleicht beim nächsten Mal mal Makaoa. Nee, wir gehen auch nicht zu einer Loge. Makaoa. Immerhin, unter dem Wasserfall dürfte sie den Regen nicht spüren, da wird sie ja auch nass, also von dem her. Jetzt noch den Müll einsammeln, dann gehst du aufs Töpfchen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen angeln? Oh, ein Herzchen. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part, weil ich gerade eine Benachrichtigung bekommen habe, dass mein Speicherplatz knapp wird. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der neuen Folge mit unserer Su. Ciao, ciao, ich hab euch lieb. Eure LA.